jetzt natürlich so ein bisschen das Ganze rauszubinden. JDC, der die Öffnung findet, macht es. Kampf, das ist der Ninja Defuse. Oh, nein, nicht wirklich. Wie knapp war das denn? So, das ist gar nicht schlecht. Schon mal Crispy. Oh, oh. Und das macht er gleich zweimal. Schön von Evan, den dritten hinterher. Okay, Crispy. So eine nächste Antwort, kleines Chaos. Das macht der Crispy da. Alter, der läuft da rein wie ein Dezen. Oder vierte Runde, wo Crispy halt wirklich das Multifrag der macht, das Ace. Der macht das nicht abruft, dann ist es das Ace. Ich glaube, es ist das erste Ace des Tages. Ich will mich nicht darauf festlegen, aber danke für mein Extra. Schwierig, er kriegt trotzdem den Anschuss und er weiß, die Defense-Position. Oh. Und Bilal macht den Teller von Andy. Den zweiten Spieler. Am Ende wird David rausgenommen. Alex muss fallen. Das Pre-Fire sitzt. Oh. Und dann ist es Crispy. Und damit fällt die Runde wie ein Kartenhaus zusammen für Arnold Gaming. Diesmal schafft er es nicht. Schöne Support-Granate in Karlsruhe. Crispy sehr stark gespielt. Vier Spieler schon raus von den Altherren. Bombe liegt noch unten an der Rampe. 60 Sekunden. Die müssen noch mal runter. Der muss auf den Break gehen und er geht auf den Break. Und den aber oh, das B-Play. Wie stark. Die Mitte abgesmuckt und abgemundet, damit sie übers Loch reinkommen können. Sehr viel Raum gut gemacht. Oh. Stefan muss jetzt nicht. JDC packt jetzt auf die eigenen Schultern. Aber und es ist so passiert. Die von Unicorns. Durch meine Freunde. Und JDC vorzüglich. Stefan könnte durchpumpen. Crispy mit dem Follow-up-Kill. Timing zum Reinkommen einfach super. JDC mit dem Doppel-Entry-Kill. Der Kill kommt von JDC. Kleine Tick früher. Und jetzt ist easy gemacht. Aus dem zwei Spielen kann JDC. JDC, du wie? Hier. Dude wird aber sauschnell getradet. Was denn die Bitte hier? Boah, Alter! Der ist so stark! Nadelt sich da nochmal rein. Und irgendwie klappt das! Was? Ladies and Gentlemen, Dude 1 gegen 3, der ist da komplett alleine die Bombe. Und